Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Jo, wie ihr schon im Titel wahrscheinlich gesehen habt oder auf dem Thumbnail oder jetzt hier auf dem Titelscreen spielen wir Wolf. Wie? Wolf einfach nur The Red Hood Diaries. Und das Ganze ist auf Deutsch und ich spiele es auf dem Controller. Bevor wir starten, erzähle ich euch ein kleines bisschen was zum Spiel. Das Ganze wurde entwickelt von Grin, wie ihr auch schon eben am Anfang gesehen habt auf einem Bildschirm, also in Großbuchstaben G-R-I-N, und gepublished wurde das Ganze von Rebellion, die glaube ich auch für die Sniper Elite Spiele verantwortlich waren. Das Spiel kam am 17. März 2015 raus, also letztes Jahr, ungefähr gut ein Jahr alt, bisschen älter als ein Jahr, also noch gar nicht so alt, hat noch gar nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Das Besondere an dem ganzen Spiel hier ist, dass es ein Kickstarter war. Es war ein Kickstarter-Programm. Ja, und durch die Kickstarter-Kampagne hat das gute Stück hier $72.139 erhalten und wurde wohl dadurch finanziert. Wenn ich jetzt richtig informiert bin. Auf jeden Fall habe ich mir das gute Spiel zugelegt. Und es hat sehr große Ähnlichkeit, wie euch vielleicht aufgefallen ist, mit Alice Madness Returns, das ich auch Let's Played habe. Und als ich das hier gesehen habe und die Ähnlichkeit gesehen habe, habe ich gedacht, war SP, das wird genommen. Das wird auf jeden Fall ein Projekt auf diesem Kanal. Wir schauen mal hier. Ich lasse das einfach mal alles so, wie es ist. Ich habe schon die Sprache geändert gehabt. Kickstarter, Wächter. Wächterbenachrichtigung. Und ich habe die Sprache auf Deutsch gestellt. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt diese Infos durchgegangen sind, starten wir einfach mal mit dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe nur Bilder gesehen. Und das sehr wenige. Schauen wir mal. Wir gucken rein in Wolfie, The Red Hood Diaries. Auf normal. My name is Red Riding Hood. I have no father, no mother, no fear. An itching urge for vengeance is what brought me here. My father died in a work accident 4 years ago today. Well, I don't believe in accidents. I believe someone should pay. I came back to the city in search of answers, and for the man who ruined my life. B.B. Wolf. So, in case you doubt it, this is no fairy tale, 'cause there is nothing fair about it. I arrived 14 days ago and sought a place to hide. An old woman rented me this dusty attic, and since I must lay low, I left my room only at night. So Leute, damit sind wir im Spiel. Wir haben ein bisschen Backstory direkt mal gelernt. Wir sind das Rotkäppchen. Und unser Feind ist wohl der große böse Wolf. Hier in Form eines Menschen. Sie hat hier ein schönes Wohnheim, sage ich jetzt einfach mal. Was war das hier? Achte darauf, alle Informationen freizuschalten, ehe du rausgehst. Okay. Hier leuchtet irgendwas, aber today is a big day, for after 2 weeks of exploration, I'm off to break into the city archives and retrieve some information. I'm not after a bloodbath. I want justice. So fingers crossed I get there without getting noticed. Okay, sie will kein Blutbad einrichten, also scheint die Gute hier wohl zu vielem bereit zu sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
Ja, gucken wir mal, was das Ganze hier macht, indem wir jetzt den rechten Bumper drücken. Granny hugged me goodbye with tears in her eyes. She handed me a basket filled with food. I promised to come back soon with answers and with BB Wolf's blood on my hood. Auch von Großmutter hat sie einen Korb bekommen, den sie ihr normalerweise laut der Geschichte bringt. Und dann haben wir hier noch einen Schreibtisch. I hadn't set foot in Ulrica since I was about 8 years old. I heard about its downfall from the papers father brought home and the stories he then told. Though we lived in the forest, father came to work here every single day and witnessed this once blooming city wilt and fade away. Ah, und jetzt hat sich die Tür geöffnet. Ich frage mich gerade, wir bekommen hier die ganze Zeit Zeitungsartikel. Können wir die auch angucken? Tagebuch vielleicht? Ah ja, das sind die Zeitungsartikel. Ich öffne die jetzt einfach mal. Ich werde die jetzt nicht vorlesen. Falls ihr euch die anschauen wollt, könnt ihr ja pausieren kurz. Zack, Nummer 3. Zack, Nummer 4. Zack. Nummer 5, das ist die Karte. So, und wir wollen wohl in das Stadtarchiv. Da ist ein Spiegel. Hallo Spiegel. Wir wollen wohl in das Stadtarchiv einbrechen, um Informationen zu beschaffen. Was für Informationen das sind, werden wir bestimmt gleich erzählt bekommen. Da ist ein Korb. Mit einem lauten Geräusch, wenn man ihn einsammelt. Curfew cleared the streets and drapes went down along with the sun. BB Wolf's iron fist was like a punch to Ulrica's face, bruising the memory of his late father's reign and the city's glory days. Okay, hier scheint sich viel verändert zu haben. Anscheinend war es hier früher mal anders. Was ist das hier? Neuer Tagebucheintrag. Konzeptzeichnung. Reds Zimmer. Die Gute heißt tatsächlich Red mit Vornamen. Ist sie zufällig Pokémon-Meister? Ah, wir können jetzt springen. Sogar mit Doppelsprung. Was für ein Luxus. Ah, so ist doch schön. Damit kannst du schon mal mehr als Virgil bei DMC Devil May Cry. So. Wo müssen wir denn hin? Geht's hier hinten irgendwo hin? Hier gibt's auf jeden Fall Secrets zu finden, hat man ja eben gesehen. Okay. Ich gehe mal einfach mal davon aus, dass wir hier rüber müssen. Und einmal hier rüber. Die Musik ist schön. Und vor allem die Stadt ist auch schön hier. Das gefällt mir, die Atmosphäre. Ich mag die Atmosphäre jetzt schon in dem Spiel. Order of the Viricum Authorities. Okay. So, hier lernen wir den Doppelsprung zu nutzen. Den haben wir uns natürlich schon vorher angeeignet. Und wir können schleichen. Das ist cool. Also die Animation ist cool. Was ist, wenn wir hier unten aufstehen? Okay, das interessiert nicht. Sie steht dann nicht automatisch auf. Das ist aber schon mal gut zu wissen. Was? Achso, rechte Taste. Ah, wir können auch sprinten. Das mag ich sehr. Wow, damit können wir richtig weit springen. Und sie kann sich sogar festhalten an Kanten. Cool. Können wir dann auch hoch? Können wir dann auch entlang so? Okay. Und jetzt müssen wir wohl darunter. Plopp. The only faces in Ulrica today are the ones on these posters. Hundreds of girls gone missing. Hundreds of families cut apart. Okay, hier verschwinden anscheinend Mädchen. Keiner weiß warum? Fragezeichen. Wow. Kurz Panik bekommen. Passiert da was, wenn ich mich hier drunter stelle? Anscheinend nicht.
werden wir wohl auf dem Rätsel auf die Spur gehen, wo hier die Mädchen hin sind. Ich guck mal eben, ob da unten noch was war, aber es sieht nicht so aus. Wir haben hier noch einen Korb. Okay. Oh, come on. That's not very pedestrian friendly. Wow. Die werfen hier Bärenfallen aus. Welch eine nette Stadt. Sehr sympathisch. Wer würde hier nicht gerne wohnen? Geht mal nachts im Dunkeln aus dem Haus. Und schnapp! Seid ihr in so einer verdammten Bärenfalle drin. Klingt das nicht sehr verlockend? Kommt in diese Stadt. Tin replaced flesh and blood. In the factory as well as in the streets. Driving families into poverty and honest men to dishonest deeds. Okay, es gibt elektrische Zinnsoldaten hier, die wohl die Arbeiter und die Menschen ersetzt haben. Interessant. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich das machen, was ich eben schon getestet habe. Und zwar uns hier. All this tree climbing as a kid finally paid off. Enthangeln. Ah, und mit B können wir uns direkt fallen lassen. Das ist ja sehr schön. Okay, dann wäre es aber eigentlich kein Blutbad, oder? Wenn wir von denen gesehen werden. Ich meine, die sind ja aus Zinn. So Zinnsoldaten. Haben ja nicht wirklich Blut. Gehe ich mal davon aus. Außer es sind Cyborgs. Und bestehen halb aus Fleisch und Blut. Okay, wir müssen schleichen anscheinend. Okay, so you guys keep on doing that and pretend I'm not here. Sehr cool. So, wir schleichen uns hier mal. Red kann das auch, wie ihr seht. Wir gehen weiter. Denn wir haben ja eine Mission zu erfüllen. Hat da oben gerade was geleuchtet? Da, das hat geleuchtet hier, wusste ich's doch. Ja, okay, wahrscheinlich müssen wir hier lang. Ah, und die Tür geht gar nicht auf. Ich dachte, wir müssen in die Tür rein und das hier wäre optional. Aber dem ist wohl nicht so. So, wir gehen hier nach oben. Und Red wird uns sicher gleich sagen. Ah, da oben sehe ich doch schon den nächsten Korb. Aber hier laufen wirklich überall diese Zinnsoldaten rum, auch im Hintergrund. Und hopp. Wow. Wow. Ah, sie hält sich wirklich automatisch daran fest. Das ist sehr praktisch. Ja, wirklich viele Leute haben wir wirklich noch nicht gesehen. Moment. Ah, ne, von da hinten kamen wir runter. Ich dachte, da wäre wieder ein Secret. Ah, immer dieser Drang, danach Secrets zu finden. So, wo sind wir nun hier? Anderer Abschnitt der Stadt. Ich muss mal kurz gucken, wie die Stadt heißt. Entweder bewegbare Stadtarchiv. Aber ich würde gerne wissen, wie die Stadt heißt. Steht es hier nicht irgendwo? Jobs, Family, blablabla. Nope. Nope. Ah, da oben ist doch Ulrika. Ulrika. Stimmt es? Sie wird's. The truth behind my father's death was buried along with his body. Lips were sealed and the case was closed, but not for me. I had already lost a parent. This simply couldn't be. For weeks I cried. For months I couldn't speak. Until finally, I was done feeling so broken and weak. I asked Granny to teach me how to hunt and how to fight. Now, at last, I'm ready to make things right. Okay, sie ist wohl auf dem Rachefeldzug, um letztendlich rauszufinden, was mit ihrem Vater passiert ist. Mir fällt gerade auf, ich bewege mit dem Controller nur ganz leicht den Stick. Es sieht wirklich schon so aus, als ob sie rennen würde. Also man kann wirklich gar nicht langsam laufen, außer man schleicht. Das ist schon mal sehr interessant zu wissen. So, haben wir hier irgendwas? Nein.